Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Loot Chest Unboxing. Und heute habe ich hier die Loot Chest Dezember bekommen. Vielen Dank nochmal an Loot Chest. Wer Loot Chest nicht kennt, ich habe euch die Website unten in der Videobeschreibung wie immer verlinkt. Und heute werde ich das Ding wieder aufmachen. Diese Box werde ich öffnen. Wieder in blau. Ich glaube, die erste, die ich bekommen habe, war orange. Ich verlinke euch mal die anderen Loot Chest Boxen unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren öffnet Ben Masterful diese Box auch wieder. Und der Link zu Ben Masterful ist auch wieder unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall habt ihr wahrscheinlich schon am Anfang gesehen, ich habe hier meine Adresse abgerissen. Und ich öffne jetzt hier mal die Box. Natürlich habe ich hier meine Schere am Start. So. Andere Seite auch noch, höchstwahrscheinlich. Ups. Zack. Reicht das, oder? Ja, das reicht. Jetzt muss ich das bloß noch irgendwie versuchen. Kann ich das hinten noch abreißen? Das habe ich noch nie abgerissen. So, jetzt habe ich hier mehr Platz auf meinem Tisch und kann euch besser die ganzen Inhalte zeigen. Hier haben wir Dezember Let's Loot. Da werde ich aber jetzt nicht reinschauen, weil ich weiß ja, dass hier quasi alles drin steht, was in dieser Box ist. Deswegen lege ich erstmal Loot Chest Let's Loot Dezember erstmal hier nach links. So, dann haben wir ein Flammentruppler. Star Wars als Mikrofaser Brillenputzbeutel. Sehr nice. Star Wars Flammentruppler. Mache ich mal auf. Kann man hier seine Brille hineinpacken, zack, zuziehen. Dann hat man hier so einen kleinen Star Wars Beutel. Sehr, sehr nice. Lege ich mal hier hin, dass ihr die ganzen Sachen wieder die ganze Zeit sehen könnt. So, was haben wir hier noch? Sehr nice. Ich sehe es ja schon und ihr nicht. Oh yeah. So, wir holen mal die nächsten schönen Sachen aus der Box. Einmal James Bond 007 als, ihr seht es, Playing Cards, als Trading Card Game quasi. Oder als, hier, als Poker Kärtchen oder Skat oder wie auch immer. Und hier haben wir natürlich James Bond, Daniel Craig. Die ganzen Szenen von James Bond. Auf einem Kartenblatt. Natürlich hier Bube, bla bla bla. Alles dabei, König. Hier haben wir Jaguar CX75 und Aston Martin DB10. Oh yeah. Mal was anderes. Hier also auch Karten dabei. Zum allerersten Mal quasi Trading Cards oder ja Karten in einer Loot Chest. Also wird wieder zugemacht. Kann man sich irgendwo hinstellen. Sieht auf jeden Fall nice aus hier im schlichten schwarz-weiß Design. So wie man es kennt. 007. So, T-Shirt in Rot, Leute. Das kann ich euch schon mal zeigen. Hier T-Shirt in Rot. Oh yeah. Das öffne ich aber zuletzt. Zuerst mal haben wir hier ein Keks. Schokik. Vanillecreme. Okay. Leute, soll ich den jetzt öffnen? Ich mache hier mal einen auf Dr. Nougat. Kennt ihr Dr. Nougat? Oh yeah. Sieht schon mal sehr nice aus. So, ich beiß jetzt rein, ja? Guten Appetit. Ein ganz normaler Keks halt mit einem Vanille, mit einer Vanillefüllung. Ja. Ja. Den esse ich danach auf, oder? So. Passend dazu haben wir ein Energy Getränk
von AC, von Essence and Squid, nur im Kino, bla bla bla. Also, Classic Energy. Leute, sollen wir den hier auch gleich mal testen? Oh yeah. Prost. Ganz normal Energy-Getränk halt. Ja, stelle ich auch mal zur Seite, Leute. Hier müssen wir alles testen jetzt. Hier haben wir noch was zum Essen drin. Wo ist der Lolli? Hashtag, wo ist der Lolli? So. Ja, geil. Pac-Man-Wecker. Das ist mega nice. Machen wir mal auf hier. So. Ich benutze eigentlich mein Handy als Wecker, aber so ein Pac-Man-Wecker. Leute, Pac-Man ist einfach nice. Hier natürlich einstellen. Ist die Batterie auch dabei? Ich glaube nicht. Eine Batterie müsste man dann alleine kaufen. Oder ist hier noch eine bei? Nope. Auf jeden Fall ein Pac-Man-Wecker hier auch noch drin. So, Kiste wird wieder zugemacht. Wecker, Alarmglock. Oh yeah. So, stellen wir wieder rein, beziehungsweise ich kann es hier hinten hinstellen. Dann sieht man es auch die ganze Zeit. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Hier, passend natürlich für Dezember, eine Weihnachtskugel im Stormtrooper-Design. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch wieder verschiedene Weihnachtskugeln geben. Ich habe jetzt hier Stormtrooper bekommen. Darth Vader wäre geil oder so. Genau. Oh yeah. Unser Weihnachtsbaum steht noch nicht. Aber wenn er steht, wird diese Kugel natürlich Bestandteil sein. Hört ihr das? Tada. So, jetzt haben wir noch eine Sache hier in der Box. Oh yeah. Leute. Erstmal kommt die Box weg, jetzt seht ihr, beziehungsweise die Box kommt doch nicht weg. Ihr habt jetzt meine Maus gesehen, aber es ist ein cooles Hintergrunddesign, oder? Hier Nerd, Loot Chest. So, jetzt haben wir hier noch natürlich, ihr seht es, das T-Shirt. Und ich hab's schon erkannt, ich glaube, dieses T-Shirt hat der Ben Master wohl schon, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Er wollte davon noch eine Cappy haben. Wisst ihr es jetzt? Wisst ihr es jetzt? Natürlich in Größe M. Bei der Bestellung müsst ihr eure T-Shirt-Größe angeben. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt es. 3, 2, 1. Tada! The Flash, Leute. Nice. Nice, nice, nice. Tada, hier noch nochmal DC Comics. Batman vs. Superman. Oh yeah. Mega nice, freue ich mich sehr drüber. Also heute, die Box war wirklich wieder richtig, richtig geil. Die Weihnachtskugel, Pac-Man-Wecker. Dann der Keks, Energy, dann 007, James Bond hier, Trading Card Game und dann noch so ein Beutel. Da kann man ja nicht nur seine Brille reinmachen, sondern keine Ahnung, irgendwas kann man schon auf jeden Fall hineintun. Und dann haben wir hier natürlich noch die Übersicht. Schauen wir uns mal an hier. Wir bringen dir heute dein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Dankeschön, Loot Chest. Wie gesagt, wenn ihr auch eine Loot Chest haben wollt, ich glaube, wenn man ein Jahresabo abschließt, dann ist das Ganze noch billiger. 3 Monate kann man abschließen und einen Monat halt. So, da fangen wir an hier. The Flash T-Shirt. Also gibt es kein anderes T-Shirt, was man hier bekommen kann. Ein Pokerdeck, habe ich ja vorhin auch gesagt. Mit den Karten kann man halt pokern oder Skat oder wie auch immer was spielen. Pac-Man Wecker. Nein, nein, Christbaumkugel. Und ihr seht es, Darth Vader gab es auch. Mal gucken, welche Kugel Ben Masterful bekommt. Dann noch den Schokokuchen oder den Keks. Brillenputzbeutel, Energy-Getränk. Und das war's. Also hier hat man nochmal eine kleine Übersicht, was hier alles dabei ist. Die Übersicht schaue ich mir eigentlich immer nur am Ende an. Weil sonst weiß ich ja, sonst ist das quasi ein Spoiler, was man hier alles in der Box bekommen kann. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Wir sind jetzt nämlich in der Endcard. Wie gesagt, checkt Loot Chest ab, falls ihr sie noch nicht kennt. Die Website ist unten in der Videobeschreibung. Rechts daneben findet ihr nochmal das letzte oder die letzten beiden Loot Chest Unboxings.
Wer diese Unboxing noch nicht gesehen hat, kann sie auch abchecken. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi.